Liebe Freunde, hier sind wir oberhalb vom Gardasee. Es ist unglaublich. Schaut das geil aus, schaut sich das an. Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Motorradreise Südtirol Tag 5 Teil 2. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und möchte mich hier gleich am Anfang bedanken, dass ihr so gerne meine Videos seht. Wirklich eine große Freude, dass die so gut angenommen werden und macht mir wirklich Spaß. Hier fahren wir durch die Ortschaft Carbonare, wo wir den letzten Teil aufgehört haben. Und nach der Ortschaft Carbonare geht es gleich wieder rauf, den nächsten Pass. Das ist der Passo del Sommo, hat die Passhöhe von 1341 Metern. Und was ich gleich noch hier am Anfang erwähnen möchte, großes Danke von meinem lieben Freund von Julay 67 Production. Ich spiele hier noch einmal ein paar Sekunden von seinem Kanal ein. Im letzten Video habe ich ihn ja erwähnt. Er hat dadurch einige Abonnenten, neue Abonnenten dazu gewonnen. Hat eine große Freude, weil er doch ganz großartige Videos macht, sich sehr viel Zeit nimmt für den Videoschnitt, sehr viele Details einblendet, was ich jetzt nicht so genau mache wie er. Und er freut sich über jedes Kommentar und über jeden, der sich auch seine Videos ansieht. Viele über Strecken in Österreich. Ja, schaut einfach mal rüber zu ihm. Abonniert seinen Kanal, er freut sich. Ja, für so kleine Kanäle wie wir es sind, zum Beispiel der Julie und ich, wir haben natürlich eine große Freude, wenn sich viele Leute unsere Videos ansehen. Unseren Kanal abonnieren. Jetzt geht es aber weiter auf den Passo del Sommo. Über den Passo del Sommo verlief im Ersten Weltkrieg die Front zwischen den Armeen der K&K-Monarchie Österreich-Ungarn und dem Königreich Italien, weshalb man etwas südlich bei der Scheitelhöhe auch heute noch die alten österreichischen Festungswerke vor San Sebastiano und vor Sommo findet. Wir werden auch später eine große Festung sehen hier am Video, die sehr beeindruckend war. Aber auch wie alle anderen Pässe, der Passo del Sommo war auch sehr, sehr schön zu befahren, auch wenn er jetzt nicht so ein hoher Pass war. Aber wie gesagt, es gibt ja hunderte Pässe hier in Südtirol, die alle wunderschön zu befahren sind. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something.
Ja, und hier vor uns links liegt das Castel Beseno, wunderschönes Schloss in Italien, ist eine Burg im Trentino. Die Höhenburg liegt auf dem Felsenhügel, der das Etschtal und das Tal des Rio Cavallo überragt und umfasst eine Fläche von 1,6 Hektar. Sie ist damit die größte Befestigungsanlage der Region und diente der Überwachung des Vallagarina-Gebietes und der Verbindungswege zwischen dem Deutschen Reich und der italienischen Halbinsel. Sie hat eine annähernd dreieckige Form, wobei an einer Seite ein Turnierplatz vorgelagert ist. Die Spitzen des Dreiecks werden durch Basteien gebildet, die der Abwehr der Feinde aus allen Richtungen dienten. Es ist schon wunderschön, solche großen Festungen zu sehen. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Es war ohnehin eine eindrucksvolle Abfahrt hier mit diesen Felsüberhängen. Eigentlich wie eine durch so kleine Schluchten, die man hier fährt, auch mit Tunneln hier eingearbeitet in den Felsen. Ganz eine tolle Strecke. Und ja, das ist schon eine Zeit lang hinuntergegangen. Und dann sind wir auch schon im Tal unten angekommen und an diesem Tag war es wirklich sehr heiß. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten hier 34 Grad im Tal. Da kommen wir dann jetzt an die Hauptstraße und weiter ging es dann gleich wieder rechts in Richtung Passo Bordala. God.
Ja, und der nächste Pass war eben der Passo Bordala, den wir hier gefahren sind. Da ist jetzt der Michael, der Stefan und der Andreas vor mir gefahren. Wie ihr wisst, der Michael fährt ja eine Yamaha FJR 1300. Der Stefan und der Andreas haben beide eine BMW R 1200 GS. Alles ganz tolle Motorräder. Und ja, die Landschaft verändert sich hier ständig. Fährt man einmal übers Freiland, dann wieder durch den Wald. Dann werden die Straßen wieder schmäler, dann werden sie wieder mal ein bisschen breiter. Und wir nähern uns immer mehr in Richtung Gardasee. Ja, die ganzen Touren habe ja ich immer zusammengestellt. Hier kann ich euch die Website kurviger.de wärmstens empfehlen. Hier kann man ganz tolle Strecken zusammenstellen. Und hier sind wir eben in eine Ortschaft gekommen. Da ich mit dem Navi gefahren bin, bin ich ja meist als Erster gefahren. Hier habe ich die drei Herren einmal vorfahren lassen. Und gleich hier nach der Ortschaft geht es rechts weg Richtung Santa Barbara. Nur das wussten die drei Herren natürlich nicht. Die sind gerade weiter gefahren und ich habe dann mit meinem Intercom den Michael angerufen, habe ihnen gesagt, sie sollen umdrehen, habe ein bisschen gewartet und dann ging es schon wieder Richtung Santa Barbara. Und von Santa Barbara ging es eine ganz kleine Straße hinunter, wo wir jetzt schon bald, wenn wir aus dem Wald rauskommen, einen ganz tollen Ausblick haben werden auf das Nordufer vom Gardasee. So, das war auch eine ganz tolle kleine Straße, ganz toller kleiner Pass, den wir heruntergefahren sind, immer weiter ins Tal. Es wurde natürlich auch immer heißer und da sehen wir dann gleich, wie wir oberhalb vom Gardasee ankommen, wo wir dann auch stehen geblieben sind und ein bisschen den Ausblick genossen haben. Liebe Freunde, hier sind wir oberhalb vom Gardasee. Es ist unglaublich. Schaut das geil aus, schaut sich das an. Unfassbar. Wir sind gerade da den Pass heruntergekommen, wie immer der auch heißt. Keine Ahnung, ob das ihr gemerkt? Nein. Nee. Leider nicht. Pass ist wieder, wenn wir runterkommen. Oben hat es angenehme, auf 1300 Meter hat es angenehme 25 Grad gehabt, da herunten hat es 34 Grad, glaube ich. Es ist ein Wahnsinn. Ein bisschen dunstig natürlich, aber der Ausblick ist sensationell. Ja, und von hier sind wir dann weiter runtergefahren. Es ist noch ein ganz schönes Stück hinuntergegangen. Wir sind natürlich, weil wir diesen Tag natürlich auch ausgenutzt haben und es hier schon Nachmittag, später Nachmittag war, ist es sich leider nicht ausgegangen, dass wir direkt zum Gardasee fahren, zum Ufer. Hier sieht man auch den Ausblick noch einmal in Zeitlupe. Wie gesagt, zum Ufer sind wir nicht gefahren oder das hätte enorm viel Zeit gekostet und da wir ja wieder zurück mussten nach Bozen, in unser Quartier, sind wir hier nicht direkt an den Gardasee gefahren, sondern wie gesagt auf der Nordseite vorbei und fahren hier dann durch einen ziemlich langen Tunnel, ich glaube der ist 10 Kilometer lang, kerzengerade, fahren wir dann in Richtung
Ledrosee, den wir dann am Ufer entlang gefahren sind, wie ihr dann gleich sehen werdet. Ja, es gibt ja hier, wie die meisten von euch wissen, dann noch weiter den Idrosee, der viel größer ist, und der große Iseosee. Auch wunderschön, das wäre eine eigene Tagestour, wenn man hier vom Gardasee ausfahren würde. Die Seentour ist sicher ganz toll und werden wir sicher auch einmal machen. Nur natürlich wäre sich das zeitmäßig niemals an diesem Tag ausgegangen. Jetzt sind wir eben nur den Ledrosee entlang gefahren und dann ging es schon wieder Richtung Norden, Richtung Bozen zu unserem Quartier. Ja, hier sieht man schon, da sind wir schon am Ledrosee, den wir ein ganzes Stück dem Ufer entlang folgen werden. I'm not gonna play nice. I'll be the witch you tell your friends about. I'm the crazy ex-girl you pretend you don't know, 'cause you know I could ruin your life. Rumor has it you have someone new. She'll regret you like a bad tattoo, 'cause you'll never change, you'll always stay the same. Go on and tell all your friends all about me. Don't give up, nothing sticks to me, baby. Yes, hon, I'm Teflon, I don't give an F, so go ahead and tell them I'm a little bit too much for ya. Maybe you're not man enough, 'cause I speak my mind, yeah, I spit it out. I don't care about if you think that I'm a little bit too much for ya. Maybe you're not man enough, 'cause I speak my mind, yeah, I spit it out. Ging es über einen kleinen Pass, das ist der Passo d'Ampola heißt der. Hier auch wunderschön durch Schluchten mit Felsüberhängen, also das war auch sehr, sehr beeindruckend, diese Strecke zu fahren. Da läuft auch neben ein kleiner Bach. Und ich wollte an dieser Stelle auch auf einige Kommentare von meinen
vorhergegangenen Videos eingehen. Natürlich wird immer gesagt, ja, schön wäre mehr Kamerapositionen, dass man nicht immer nur die Frontkamera hat, so wie ich hier. Ich habe das auch eine Zeit lang versucht. Nur muss ich sagen, es ist ein enormer Aufwand. Man denkt ständig nur ans Filmen, läuft die Kamera, die zurückschaut, läuft die Kamera, die nach vorschaut, habe ich noch genug Akku und. Und das lenkt ganz einfach vom Motorradfahren ab, finde ich. Somit habe ich mich dazu entschlossen, jetzt einmal, also bei diesen Videos sowieso die vordere Kamera. Hier haben wir auch einen Freund, der vor uns fährt, der eine ganz spezielle Linie fährt, zu der ich mich nicht weiter äußern möchte. Ja, und eben fahre ich nur mit einer Kamera, da brauche ich, man unterschätzt das nämlich. Viele glauben, ja, man filmt mit und das ist alles, das geht eh alles von selbst. Nur so ist es leider nicht. Also man muss ständig an das denken, wann schaltet man die Kamera ein, ist hier ein guter Streckenabschnitt, wann schaltet man sie aus. Und die vordere Kamera, die ich oben habe, die habe ich dann doch permanent auch mit Strom versorgt, sodass ich mir hier auch keine Sorgen machen muss, dass der Akku ausgeht an einem schönen Streckenabschnitt, weil ja diese Akkus in den Actioncams nicht wirklich lange halten. Vielleicht dieses Jahr, also 2022, vielleicht probiere ich etwas mit einer zweiten Kamera aus. Man sieht sie auch schön auf den Videos von Julie. Es kann schon was, wenn man mehrere verschiedene Kameraeinstellungen hat, aber da bin ich mir noch relativ unsicher, ob ich das überhaupt machen werde. Ja, hier geht es schon weiter, da sind wir dann die Hauptstraße wieder Richtung Norden gefahren, da war relativ viel Verkehr und wie wir jetzt gleich sehen werden, hat mich hier fast ein Auto abgeschossen, also der Michael hat es von hinten gefilmt. Ich weiß schon, dort war eine Sperrlinie, aber dieser Sattelschlepper, der vor uns gefahren ist, der ist, glaube ich, mit 30 km/h gefahren. Man hat gut nach vor gesehen. Und mit dem Motorrad fährt man halt ja nicht zu schnell. Ja. Also man sieht, wir sind auch nicht wirklich sehr schnell gefahren. Ich habe die Füße sogar runterhängen. Es war relativ gemütlich. Hier bremst sich alles ein hinter dem LKW und ich bin dann hier vorgefahren. Daneben ist auch ein Italiener vorbeigefahren. Und vor dem Wohnwagen fährt ein PKW raus, der auch den LKW überholen will. Und ja, zum Glück konnte ich relativ gut reagieren, weil sonst hätte mich der hier ordentlich gerammt. Ein älteres Ehepaar, der Mann ist fast drinnen gesessen, drinnen gelegen in seinem Auto. Der hat nicht einmal in den Rückspiegel, glaube ich, geschaut, sondern ist einfach rausgefahren und dachte sich, jetzt überhole ich den LKW. Aber hier sieht man wieder mal, wie schnell das es gehen kann, dass man unschuldig unter Anführungszeichen, ich weiß, hier war eine Sperrlinie, zum Handkuss kommt. Ja, nach diesem kleinen Schock sind wir dann auch kurz stehen geblieben, um das Adrenalin ein wenig runterkommen zu lassen. Ich war eigentlich relativ ruhig, natürlich habe ich mich über diese Aktion ein wenig aufgeregt, aber der Michael hat sich, glaube ich, 10-mal mehr aufgeregt über diesen Autofahrer. Und ja, habe ich hier zusammen gewartet und der fährt hier eh vorbei, dieser Audi-Fahrer. Ja. Ja, nachdem der erste Schock überwunden war, sind wir dann noch ein Stückchen die Hauptstraße gefahren. Hier dann aber schon wieder abgebogen und noch schöne kleinere Straßen, schöne Ortschaften in Richtung Bozen weitergefahren. Sprich, wir sind bis also nördlich von Trient herausgekommen und
und die Ortschaft Zuklo, nördlich von Trient herausgekommen. Und die letzten Kilometer zu unserem Quartier zurück nach Bozen zum Eckenthaler Hof, ich glaube, das waren so 20, 30 Kilometer, sind wir dann auch über die Autobahn gefahren, damit wir noch rechtzeitig was zum Abendessen bekommen. Im Großen und Ganzen war es aber wirklich ein sehr schöner Tag, der Tag 5 unserer Motorradreise. Hier sieht man wieder so diese kleinen Ortschaften mit den Steinhäusern, auch sehr beeindruckend, wirklich wunderschön, die gepflasterten Straßen in den Ortschaften. Und ja, wie gesagt, hier ist auch wieder ein kleinerer Pass gewesen, den wir gefahren sind. Und dann lasse ich euch jetzt noch ein bisschen alleine mit ein wenig Musik. I've been trying to break through. I've been dying to be with you. But my towns have often failed. Ja, wie ihr seht, also wunderschöne Ortschaften, wunderschöne Landschaften, super Straßen. Es ist einfach wirklich ein Genuss, hier in Südtirol zu fahren, und es ist ganz sicher nicht das letzte Mal, dass ich dort gewesen bin. Es war hier auch ein bisschen dunstig, man sieht es,
ganz leichte Regenschauer, ein paar Tropfen Wasser hat es auch gegeben. Aber es war wirklich sehr schwül und heiß auch an diesem fünften Tag. Und aber wie alle anderen Tage, jeder Tag war eigentlich für sich ein Highlight. Und ja, zu meinen Videos überhaupt zurückzukommen. Man lernt ja bekanntlich nie aus. Ich bin ja bei weitem kein Profi, was das Videomachen betrifft. Aber doch, man lernt immer von Video zu Video etwas dazu. Und in Zukunft bei meinen Videos möchte ich auch mehr, wie soll ich sagen, Dinge einbauen, wo wir vielleicht uns einmal eine Burg anschauen oder Sehenswürdigkeiten anschauen, ein bisschen was erzählen von der ganzen Gegend dort, vielleicht nicht ganz so viele Fahraufnahmen. Vielen gefällt es natürlich, die Strecken zu sehen, andere wollen wieder, man kann es ja eh nicht jedem recht machen, andere wollen wieder mehr von der Landschaft und von Sehenswürdigkeiten vielleicht erfahren oder dass man vielleicht einmal mehr stehen bleibt bei einem See. Apropos See, hier sind wir gerade am Molvenosee, wunderschöner großer See auch, wo wir dann das letzte Mal Rast gemacht haben, bevor es weiter nach Hause ging. Auch ein sehr schöner See mit einer tollen Ortschaft, die dort direkt anliegt am See, aber seht selbst. Na, jetzt ist schon später Nachmittag und wir sind hier am Molvenosee angelangt. Ja, und der Michi hat schon wieder einen Wal gesichtet, sicher? Ja, ein Riesenwal. Sicher ein Wal, ja. Was du immer alles siehst. Ja, das sind die Wellen, Michael. Oder war es der weiße Hai? Das Ungeheuer von Loch Ness. Ja, jetzt einmal dort vorne die Ortschaft. Ein Wahnsinn. In die Berg waren vielleicht Gewitter heute. Alles ja, sah da ganz finster oben. Nein, ich glaube nicht. Das verzirkt sich alles. Ist das herrlich. Da vorne ist noch ein Wasserfall. Den sieht man sicher nicht auf der GoPro. Ist zu weit weg. Ja, da sind wir am Molvenosee. Jetzt schauen wir, dass wir dann bald heimkommen, dass wir noch was zum Essen kriegen, gell? Molvenosee zum 100. Mal. Wir sind am Molvenosee. Die Racer von morgen mit einem Moped. Herrlich ist es hier am Molvenosee. Ja, der Molvenosee liegt auf einer Höhe von 864 Meter über dem Meeresspiegel und hat eine Fläche von 3,27 Quadratkilometer. Wir fahren jetzt hier das Ufer entlang bis zur Ortschaft Malfein, die am Nordufer des Molvenosees liegt und die wir ja vorhin schon auf den Fotos auch gesehen haben. Ja, der See bietet sowohl für Familien als auch für Sportbegeisterte eine große Auswahl an Urlaubsaktivitäten. Zu den Attraktionen gehören auch der Aquapark, der Freizeitpark und die verschiedenen möglichen Wassersportarten.
natürlich eher ein kühler See, liegt eben auf über 800 Meter Seehöhe, aber ich denke im Sommer auch eine wunderschöne Gegend hier, um Urlaub zu machen und sich auch einmal abzukühlen im Wasser. Der Strand ist anscheinend 12 Hektar groß mit Liegewiese, Spielplätzen, Aquapark und, was es hier alles angeblich geben soll. Und auch, wie man hier auf den Bildern sieht, in der Ortschaft gibt es natürlich auch einige große Hotels hier, die die Touristen herzlich willkommen heißen. Ja, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende des Tag 5 unserer Motorradreise in Südtirol. Hier fahren wir eben noch durch die Ortschaft Malfein. Die Hotels sieht man hier gut und kommen jetzt auch dann bald auf die Autobahn, wo es wieder Richtung Bozen zurückging. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Ich bin auch wirklich sehr gerne für Kritik offen. Ich weiß schon, man kann es nicht jedem recht machen. Der eine möchte diese Musik, der andere möchte eine andere Musik. Das wird so nicht funktionieren. Aber im Großen und Ganzen, was könnte ich verbessern in meinen Videos? Vielleicht habt ihr ganz gute Vorschläge. Und dann werde ich auch versuchen, den einen oder anderen Vorschlag umzusetzen. Ein Zuseher hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Musik immer laut ist, dass er da immer leise drehen hat müssen. Das habe ich jetzt in diesem Video versucht, die Musik an die Lautstärke meiner Stimme auch anzupassen. Lasst mir gerne ein Abo da, freue mich darüber, kommentiert und liked und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, pfiat euch, baba.